Hallo zusammen und willkommen bei Station Ears. Jeder Spiel sucht etwas anders. Und vor allem, ich habe mir ja zu Beginn der Serie habe ich ja mit euch ja gefarmt und ich habe mich da euch mich verpflegt. Mittlerweile mache ich ja das immer kurz mit einem, also schneide ich einfach raus, oder? Fürs Video, damit die Videos nicht unerträglich lang werden, weil ihr dann zuschaut, wie ich das 50. Mal einen Schluck Wasser nehme. Aber es suchtet trotzdem hart rein. Und wie ihr seht, wir haben letztes Mal eine technische Errungenschaft geleistet. Wir haben jetzt Solarzellen, die dem Sonnenstand folgen. Mega coole Sache. Und nun ist es so, wir möchten eigentlich früher oder später mal unsere Wohnzelle mal ein bisschen hübscher gestalten. Die sieht ziemlich hässlich aus. Und ich habe mir das mal angeschaut, dann hatte ich Probleme mit der Lunge und ich habe gesehen, wir haben hier Giftstoffe drin. Ganz dumm habe ich vielleicht mal die Schleuse nicht sauber entlüftet, war zu schnell. Jetzt gibt es zwei Sachen, oder? Jetzt müssen wir einerseits die Schleuse mal automatisieren, damit uns das nicht mehr so schnell passiert. Das wäre eine Idee. Die andere Idee ist, dass wir hier mal provisorisch die Luft reinigen. Wir haben da draußen den mobilen Filter, aber den wollen wir eigentlich für die Pflanzen in der Nähe lassen, falls Not herrscht. Könnten wir kurz einen neuen mobilen Lüfter herstellen und immer das Tablet ausschalten, Meliodas, weil du hast es wieder vergessen. Und dann hat es natürlich auch wieder, wie soll ich sagen? Gut funktioniert. So, gut. Jetzt nimmt mich wundern, wie verhält sich's mit der Temperatur hier drin, wenn wir gerade dabei sind? Wir haben minus 30 Grad. Das ist schlecht für die Batterien. Hier oben ist ein bisschen wärmer. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir mal versuchen? Es gibt ja auch ein. Wir machen mal die Türe zu. Komm. Wir brauchen ja eh jetzt einen mobilen Luftfilter. Und dann schauen wir gerade kurz ins Wiki nach. Mobil. Findet wieder nichts. Mobi. Mob. Munitionskiste. Wieso gebe ich MOB ein? Ich habe Munitionskiste. Filter. So, da hat es verschiedenste Filter. Dargafarn. Was ist denn das? Okay, die macht einfach viel mehr Sauerstoff, okay. Das wäre eine Zimmerpflanze. Hä? Wie kriegt man die? Vielleicht über diese Händler, weil ich habe gesehen, es gibt Händler. Mist. Kommt dann. Wie können wir jetzt das finden? Das ist ein super Wiki, aber dann ist doch wieder manchmal mäßig mau. Wo könnte. Wisst ihr was? Ich finde es eventuell besser hier. Jetzt sollten wir eigentlich generell genug Strom haben. Machen wir einfach mal generell das Licht an. So. Da haben wir es mal besser in unserer Base. Das wäre auch eine Ecke, die wir noch verschönern müssen. So, wenn, dann müsste es hier drin sein. Dann schauen wir mal. Oh, tragbar. Tragbar? Nein, tragbar. Tank wäre das. Sehe ich es gerade? Seht ihr es? Eisquascher haben wir schon gebaut. Ich sehe es noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gerade beim. Da, tragbare Klimaanlage. Das wäre was für den Raum. Ah, die heißen alle tragbare. Warte. So, tragbarer Luftwäscher, der ist prioritär. Ja?
Lötzinn brauchen wir. Lötzinn. 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 Jetzt fängt es wieder an. Hä? Jetzt haben wir das nichts Inhalt. Hier jetzt 24 Gramm drin. Hier jetzt nichts drin. Jetzt 31 Gramm drin. Jetzt nichts. Wir nehmen es aus dem ersten raus. Hä? Ja, jetzt. Das ist wie das. Oder können wir herstellen? Lötzinn brauchen wir Stahl und. Können wir wieder mal uns ranwagen an die. Ah, es ist so. Nee, nee, nee. Keiner ist da. Vorletztes Mal sind wir hier gestorben. Das war Action. Das war Action. wir nehmen es einfach hier raus. Das Lötzinn. Also. Kommt das natürlich hier raus. Welches ist es? Blödsinn. Wo brauchen wir es? Hier, gell? Ja. Und den machen wir wieder zu. Ah, ich habe eine Idee fürs nächste Mal. Ah, wir behalten gerade. Einen Stall haben wir schon drin. Dann, wenn der ja schon so gütig den Stallstack von 200 uns aufteilt, dann nehmen wir doch das dankend an. So, gut. Nächstes Mal schalte ich einfach hier aus, dann plumpt es hier unten drunter. So, gut. Machen wir eine tragbare Einheit. Für einfach provisorisch. Das ist ein simples Provisorium. Wir müssen dann uns mal überlegen, wie wir das generell machen. Unsere Base zu be- und entlüften, Luftfilter, Luftreinigung, alles, Filterstation, wie die Filter. Oh, da kommt es raus. Und ausschalten. Das ist raus. Gut, wunderbar. Dann brauchen wir diese Eier. Die haben wir natürlich hier nicht. Aber, warte. Zwar probieren wir gerade noch das mit der tragbaren Klimaanlage aus. Das wäre die hier. Wie die funktioniert. Silber. Ah, Silber. Richtig gelesen. Wir haben bis jetzt noch nie Silber hergestellt. Wirklich, ja? Weil Silber haben wir hier nicht. Wir haben hier. Möchte den nicht. So, wir haben hier Stahl, Stahl, Stahl. Nehmen wir den Stahl auch her. Eisen, Eisen, Eisen. Gold, Gold, Gold. Silizium. Eisen. Wir haben noch nie Silber hergestellt. Echt jetzt? Haben wir überhaupt noch Silber? Wir hätten Silber. Wollen wir. Den 47er. Gut, dann müssen wir trotzdem mit brennen. Aber dann können wir gerade auch. Wie war das mit dem Lötzinn? Dann schauen wir doch kurz ins Wiki rein. Da. Lötzinn. Wir brauchen die guten Ofen. Und dann brauchen wir Eisen, Blei. Und relativ wenig Temperatur. He? Eisenblei und wenige Temperatur. Gut. Probieren wir mal Lötzinn. Warte mal, zuerst speichern. Eisen. Jetzt haben wir gerade. Wir haben relativ viel Blei. Da. Das wäre auch noch Blei. Jetzt haben wir gerade zwei Stacks mal. Nein, so viel haben wir auch nicht. Machen wir ein Stack Blei. Aber warte mal. Nochmal so in das Wiki schauen. 50-50, Blei und Eisen, hä? Und dann sollen wir zwei Stacks machen. Der ist kalt. Aber so kalt auch wieder nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe auch kaum mehr. Brennstoff, der ist eh leer.
Ist das falsche Ding? Ja, wir haben eh keinen Brennstoff mehr. Wir können gar nicht richtig. Ah, fuck, Mann. Gut. Wir können eh nichts machen. Gut, aber dann machen wir einfach mal. Dann lassen wir das mit der Klimaanlage. Dann machen wir trotzdem den Filter. Filter für die Schadstoffe, hä? Einen. Das ist mega günstig. Hat der jetzt ein Slot oder zwei? Ich glaube, der hat einfach ein Slot. Okay. Dann brauchen wir noch mehr. Ja, Batterien haben wir ja in der Nähe. Ich glaube, wir brauchen dann noch eine Batterie. Wir haben ja hier Batterien. So. Schauen wir danach, dass wieder Ersatz herkommt. So, zu. Entlüften. Auf. Und dann schmeißen wir mal den in den Raum. Genau. Da kommt die Batterie rein. Und hinten. Es hat sogar zwei Steckplätze. Gut. Dann schalten wir den mal ein. Ah, schon draußen. Wunderbar. Ein bisschen noch hier. Ganz wenig. Hier hinten noch. Vielleicht hat es hier hinten noch was. Ah, hier hinten. Geht gut. Okay, jetzt sind die Schadstoffe wieder draußen. Wir sehen, wir haben hier noch nie CO2 reingelassen und das bisschen kam schon von dem bisschen, wo wir uns einmal hier kurz aufhalten. Ist halt auch geschuldet, weil der Druck hier ist an der unteren Grenze, was wir so ertragen. Also 22 Kilopascal, also 20 wäre die unterste Grenze. Und jetzt ist hier das Gift drin. Nicht in der Kartusche, sondern im Automat. Und den müssen wir dann draußen entlüften. Jetzt haben wir wenigstens ein Problem weniger. Gut. Jetzt ist aber wieder nächstes Problem. Wir haben hier, wir können es uns gar nicht erlauben, solche Maschinen hier drin zu haben. Hä? Wir können es uns gar nicht erlauben, weil wir relativ eine kleine Kombüse haben hier. Ich würde. Wieso ist eigentlich der Kühlschrank das einzigste Gerät von hinten angeschlossen? Alle anderen werden von vorne mit Strom versorgt, aber der Kühlschrank? Nein, der muss von hinten sein. Ich würde gerne. Entweder muss ich jetzt fahren. Nein, das ist jetzt die Folge zu doof. Ich werde zwischen den Wolken fahren, damit wir da genügend Brennstoff haben und genügend Erz, dass ich wieder mal durchbrennen kann. Ich werde dann durchs Brennen wieder euch zeigen, wenn wir da was Cooles vorhaben. So, lasst mich kurz überlegen, was ich zeigen könnte. So. Scheiße, das ist ein blödes Timing. Genau jetzt kommt der Sturm. Genau auf die Sekunde. Ich war ein bisschen tätig. Ich habe in der Zwischenzeit. Also, es war wieder dasselbe. Ich habe kurz hier bei der Klimaanlage den größeren Kühler montiert. Natürlich mit dem Behälter vom CO2 und den gerade hier gelassen als Ausgleichsbehälter, weil sich das aufheizt, damit da nicht großes Unglück kommt. Zudem habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe hier. Oh, ist mühsam. Ich habe hier eine Tür eingebaut, um hier auf die Ebene zu kommen. Und ich glaube, hier wäre ein guter Platz für die Gasaufbereitung. Muss mal schauen, ob wir das auf den neuen 3x3 Fläche alles hinkriegen, damit wir da die Gase aus der Base rausfiltern können, plus bei Bedarf neue Gase hinzufügen, das was wir eigentlich hier unten haben, wegnehmen. Weil, wenn der Sturm, ja, der Sturm ist brutal. Wieso habe ich hier noch nicht zugemacht? Das ist wieder so eine Sache, hä? Das ist wieder so eine Sache. Ja, gut. Ich hätte es auch aufnehmen können, was ich gebaut habe. Aber ich dachte so, ja, es ist wieder so dasselbe, was wir schon mal gesehen haben. Wir wollen kurz hier rein. So. Jetzt nimmt sich wunder, was haben wir hier für Verhältnisse drin? Minus Grad.
Was haben wir hier für Verhältnisse drin? Minusgrad. Für die Solarzellen ist Minus eigentlich recht gut. Produzieren die auch während dem Sturm? Ich gerade wunder. Dann nehmen wir mal das Zeugs aus der Hand. Sogar 50 Watt bei diesem Sturm. Also einfach 10% von den Effizienz 10%. Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal den Aufbau ausprobieren. Ich werde dann bei Gelegenheit, ich meine, wir haben ja gesehen, wir sind bei 495, oder? Oder 490. Was wir mit den letzten 0,5% noch erreichen können, oder? Also nein. 500. Da ist ja 5, 1%. Also mit dem letzten Prozent noch erreichen können, wenn wir hier noch ein Grad mehr oder weniger gibt. Aber ich habe das Gefühl, der misst, der rechnet, dann schlägt das her und dann ist der immer ein bisschen im Nachlauf und das ist das 1%. Ah, schon wieder gut. Ha, das war ein kurzer Sturm. Jetzt sind sie rum. Haben die jetzt Damage gekriegt? Was klemme ich jetzt fest? Hey. Wieso? Was ist First Person? Nein. Wieso stecke ich jetzt in der Wand fest? Kann ich wahr sein? Hallo? Mit der Brechstange kriege ich es raus. Oh, die sind schon ziemlich buggy. Oh, das ist ja. Also, da haben sie schon gesagt, dass die noch nicht gut sind. So müssen sie sein, gell? Da haben sie schon gesagt, dass die nicht gut sind. Das war einfach so. Na gut. Vielleicht wird es noch gefixt irgendwann. So. Oh, die Batterien sind randvoll. Und wir haben immer Licht an. Und die Eier, was wir wollten ja schauen, jetzt der Sturm hat den Solarzellen, hat er das. Null, 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 null. Gar kein Schaden. Gut. Das hat sich gelohnt, dass wir den Aufgang verschoben haben in den Raum. Wir können den Raum schließen und ist das Ganze geschützt. Hä? Ist aber noch zu kalt für die Batterien, in meinen Augen. So. Okay, jetzt kann ich auch die Anlage hier ein bisschen besser zeigen. Also. Einfach Klimaanlage mit einem großen Kühler versehen, den Aufbau, hier die Ringleitung, einmal durch den Kühler und hier rein. Und das Schräge ist ja, wenn man einen Wärmetauscher anschaut bei den Häusern oder eine Klimaanlage bei den Häusern, ist ja der Ventilator dafür da, dass es kühlt. Da hat es keinen Anschluss. Ich weiß auch nicht, wieso dass es nur einen hat, wieso kann man nicht zwei machen und ein Umlauf erzwingen, sozusagen. Rätsel in der Dunkelheit. Ich habe das Gefühl, das sind keine Heizungsmonteure, die das Spiel kreiert haben. So. Gut. Was ich jetzt noch machen würde, ist, wir haben ja anscheinend genug Energie. Und wir hätten noch mehr, wenn wir nicht immer alles laufen lassen würden. Ich würde jetzt gerne. Es gibt so ein paar Ecken in der Base, die gefallen mir noch gar nicht, oder? Also, der kommt langsam gut. Die Treppe finde ich echt cool so. Was ein bisschen mau ist, die hier müssen ja dann nach oben, wenn wir die Gasaufbereiter dahin bauen, dann müssen ja die weg und nach oben. Dann wäre noch ein Thema, dass wir hier Licht kriegen in dem Bereich. Und da würde ich gerade mal Lampen produzieren. Und das wäre ich. Hier. Licht. Jetzt mal gerade. Es heißt einfach Licht. Ein Kit-Blinklicht. Was macht das genau? Nimmt mich wunder. Oh, komm. Kann man die einfärben, die Lampen? Dass sie rot leuchten oder so.
Da kann man so Notlampen machen. Wenn der Strom ausgeht, geht so ein Notsignal. So bäm, bäm. Oh, das wäre mega geil. Oh, mega cool. Oh, bitte? Ja, ja, probieren geht über studieren, komm. Ich möchte mal eine machen. Ich möchte eine machen. Ah, die sieht ja hässlich groß aus. Boah, die hat ja. Ah, das ist aber mehr so ein. Warte mal, wo setzen wir es hin? Welche Leitung ist jetzt gerade ein bisschen nicht betroffen von irgendwelchen wichtigen Sachen? Ah, witzig. Wie können, wenn wir den Raum einschalten? Da können wir dieses Licht drehen lassen. Oder hat das auch noch einen Effekt auf die Fernsicht? So das Licht. Nein. Es despawnt früher als die anderen Gegenstände. Weil ich habe ja bemerkt, dass gewisse Sachen, zum Beispiel so diese grünen. Die so grüne Tablet-Lichter länger leuchten. Und zwar, wie sieht es mit dem Licht aus? Ah, das verschwindet da. Und zwar. Oh, das Gold. Das kommt denn das Gold immer wieder an die Oberfläche nach jedem Sturm? Ich habe das Gefühl, dass der Sturm die Oberfläche verändert. Ich habe das Gefühl, dass der Sturm die Oberfläche verändert. So. Also gut, ich finde es ziemlich gruselig, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das mit der Brechstange wegmachen? Jetzt sag mir, dass es ein Werkzeug gibt für das Ding. Ah, zum Glück. Ach, stell dir vor. Bleibt für immer dran. Und es nervt auch. Ich meine, ich finde es jetzt nicht. Jetzt, ich finde es jetzt. Ich persönlich finde es jetzt ziemlich mau. Weil ich finde es am Schluss eigentlich nur nervig. Gut. Aber was wir machen können oder wollen, ist normale Lichter. So, die hier. Wir müssen mal unsere Base ein bisschen beleuchten. Wir schauen mal kurz, wie es dem Strom geht. Ah, okay. Passt. Ich glaube, das hat sich schon gelohnt, was wir gemacht haben mit den. Wie viel haben wir jetzt drin? Vier. Also, ich habe bemerkt, ich brauche eh ein paar. Und. Ich würde jetzt, ich mache es so. Ich mache zwischen den Folgen hier den Bereich mal ein bisschen hübsch. Das ist ein Deal, oder? Dazu möchte ich entweder eine Lamperei so hinmachen oder einzelne so. Aber ich glaube, ich muss überlegen. Ui. Gut, das reicht. Ich würde sagen, das reicht, Kamerad. Die stecken nur bis 10, hä? Gut. Ich würde sagen, wir müssen hier noch Fensterrahmen machen, wir müssen hier zumachen. Ich will nicht alles rundherum Fenster, ich will einen Teil zu und Teil offen, damit es ein bisschen freundlicher ausschaut, das Ganze. Die Decke machen wir zu, noch bis hier mache ich es zu. Das kommt natürlich wieder weg. Da habe ich nur was kurz ausprobiert, ob ich was draufstellen kann. Das funktioniert. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge? Außer, ja, solche Baufolgen. Sollen wir eine reine Baufolge machen? Komm, wir machen eine reine Baufolge. Ihr könnt sie dann immer noch umswitchen, wenn es euch nicht gefällt. Also.
Es ist einfach so, wenn dir das euch nicht gefällt, dann klickt ihr einfach nicht ab. Kann dir mir egal sein. Ich mache eine Folge draus. Ich mache es ja so oder so. Dann machen wir nächstes Mal mal diesen Fabrikteil hübsch. So, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.